Ja, chill, Leute. Willkommen zu, meinem Let's Play, Siege of Zelda Twilight. Is it Wind Waker? Ja. Es kommt davon, wenn man mehrere LPs gleichzeitig macht. Und bei mir ist es letztendlich ja nur drei. Ich meine, wenn ich mal so Punkt sehe, wie viel er LPs macht, naja, aber da kommt auch manchmal recht durcheinander. Ich meine, Ori and the Blind Forest hat er auch immer noch nicht weitergespielt. Aber es soll jetzt keine Kritik sein, ich mag ja ihn. Und er ist ein verdammt guter Synchrosprecher. Ach ja, warte mal, Kumpel. Nein, was mache ich da? Ja, steht oder mal so schön. Du, ich glaube, du bist der Typ, der... ein bisschen rückwärts. So, und der guckt. Hat der mich gerade fotografiert? Hoffentlich hat er nicht mal den Arsch fotografiert. Nö, nur deine Plauze. Okay. Ja. Ja. Okay, gucke ich jetzt mal. Jetzt mein Herz teilen. Geil nach Podney, viele Biene. Die Insel verschwindet. Pardon, nee, Stadtblume erhalten. Die Insel verschwindet. Hä? Ja, Stadtblume, gut. Die Insel verschönern, okay. Aber wo habe ich noch die Insel? Wo habe ich denn weg? Moment mal. Ach, wie süß. Die stehen ja da. Neue beiden? Wie geht's? Ich bin ja so glücklich, Linda. Ich liebe dich. Du sagst dasselbe, oder? Wie verdanke ich es, dass ich jetzt mit Anton zusammen sein kann? Warum hat er mit mir gerade gesprochen, mit Linda? Wo war das nochmal gewesen? Wo die zwar den Protagonisten anschauen, hallo ihr vier, und dann aber mit den anderen, mit ihrem Partner reden. Das ist dann so irritierend, weil da denkt man, was? So eine Worte, oh, ich liebe dich. Vorne Liebeserklärung, oh Mann. What? So wie Shadow so immer sagt. What? War nichts? Wo zur Hölle kann ich hier noch eine dumme Insel? Ja, kann ich nicht lesen. Es tut mir leid, aber hier ist ungefunden der Zutritt verboten. Ich bestehe darauf, bitte geh ich. Okay, okay. Ja, scheut mich auch weg. Wo kann ich denn noch diese. Wo kann ich denn noch verschönern? Alter, irgendwo muss ich was übersehen. Und na. Ach ja, die schwelgt wahrscheinlich noch mit. Oh, bald haben wir auch. Wenn wir auch okay, da und so, wäre so cool und so, bla bla bla. Und Hilfe. Ich habe ja schon gesagt, dass ich kein Fan von sowas bin. Ach, natürlich, ich glaube, ich weiß, wo da noch was ist. Das ist auch ganz scheiße versteckt. Aber echt, Leute, nee. Ich mag dich nicht. Aber. Ja, auch nicht. Na, Dolores, erzähl mal. Achso, ja, also das ist derselbe Text. Ja, sie ist wirklich die Vernünftige. Also, ihr Vater hat ja wirklich die Bodenhaftung verloren. Hier haben wir alles, das haben wir auch. Was? Ja, das ist, was ich wirklich hier hasse. Diese mit der Insel verschönern. Weil ich frag mich, wann soll man diesen verdammten Herzteil kriegen? Wo habe ich es übersehen? Und ehrlich gesagt habe ich jetzt keine große Lust, jetzt alles abzuklappern. Weil ich eigentlich verdammt doch mal...
ihr weiter auf Schatzsuche gehen will. Alter, das sieht irgendwie komisch aus, das Schild. Das sieht aus wie eine Bärenfalle, die gerade zugeschnappt hat. Und der tanzt immer noch im Grab seines Vaters. Also, das hat irgendwie schon eine makabere Note, findet ihr nicht? Habe ich da noch was übersehen? Alter, ich hasse das. War vielleicht bei dem Bombenladen da? Könnte eigentlich auch sein. Nein. Oh, das ist nicht die Tür. Das ist die Tür. Oh, verdammt. Wo zur Hölle? Wo kann ich noch irgendwelche Pflanzen hinpflanzen? Ja, da ist das Schwein. Das ist ein Schwein. Echt? Wo soll man da noch was hinsetzen? Und ich habe auch keine Lust, jetzt die ganze Zeit hier alles abzuklappern. Holy fucking shit. Hab ich hier irgendwie was vergessen? Kann ja sein. Wo ich mich frage, warum soll man hier irgendwelche Blumen hinpflanzen? Oder sonst was hinpflanzen? Alter. Ich frage mich, ob es irgendwie möglich ist, wenn man jetzt durch die Stadtverschönerung eigentlich einen Herstall kriegt, ob man die Stadtverschönerung dann wieder praktisch verkaufen kann. Man sammelt sie ein und verkauft sie wieder. Das würde mich irgendwie interessieren, wisst ihr das? Aber ich würde es nicht machen. Ich bin nicht so ein Arsch. Ja, und er sieht richtig begeistert gelangweilt aus. Da langweilt sich mit wachsender Begeisterung. Aber pro, ich könnte mal wieder versuchen, Octodad weiter zu spielen, obwohl das eigentlich eher ein letztes Probier war. Hallo? Ist das hier deine Toilette? Puh, warum stinkt das hier so? So. Ich hab's eigentlich erst probieren gemacht, weil so wie ich es gemacht habe, war es nicht gerade die Profi professionell und deswegen. Ach, das ist ja die Insel, wo ich später hin müsste. Du musst dich mit Blumen verschönern. Ich könnte mal im Internet mal googeln. Ja. Ja. Hä? Ach, da kann ich ja hin. Ja. Nun? Oh. Mist. Okay, ich will da nochmal hin. Ich will da nämlich jetzt hin. Boah, es steht einfach Stadt verschönern. Vielleicht muss man einfach nur Stadtblumen nehmen, aber... Ich weiß, es war immer so eine fummelige Angelegenheit, das weiß ich. Ach ja, was tut man nicht alles für ein Herz? Was hast du zu labern? Ja, ich finde sie auch. Dann mache ich es nochmal und hab meinen Zug verpasst. Meine Kabine. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ich könnte mal wieder was erzählen. Und so werde ich jetzt wieder daneben gehen.
Ach ja, das Thema so Sexismus in Videospielen. Also, auf der einen Seite finde ich es okay, auf der anderen Seite, wo ist es wirklich Sexismus? Weil mal ganz ehrlich, ich halte eine Frau, die halt leicht bekleidet ist, nicht für sexistisch, weil wenn sie selbst so entschieden hat, so rumzulaufen, dann ist es ihre Entscheidung, oder? Ach, hier bin ich. Okay. Was ist hier drinne? Wahrscheinlich auch eine Schatzkiste. Schatzkarte. Ich habe es nicht gesagt. Aber ich glaube, ich mache mal gleich da mal Pause. Wieder. Sieht aus wie Käse oder wie Kuchen. Also die Wände und die Decke und der Boden. Wie lang geht der Weg? Wollen wir gleich abbiegen? Aha. Ja, das ist... Schön. Ja, Link, wieso... Wieso stehst du auf einmal so andersrum, Link? Toll. So. Ja. Der Paparazzo führt auch eine heimliche Liebschaft. Ach nee, das ist noch. Ich habe das noch niemals ausprobiert. Sei mir mal arschig. Spielen wir mal Paparazzo. Na klar. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen näher ran. Noch näher. Nein, ich wollte das Foto haben. Steck das mal ein, Link. Sieh mal, ist es nur her, dass ich mich der Fotografie verschrien habe oder es Tiki wahre Schönheit auf der Spur bin. Wie bewundernswert. Nanu? Wer ist da? Was? Du bist es? Warum schreckst du uns so? Oh, Link! Hast du nicht gemerkt, dass ich hier mich reingeschlichen habe? Was macht ihr bei mir? Aber wie bist du hier mal hinausgekommen? Ich hab dich überhaupt nicht bemerkt. Naja, ich schleich mich halb durchs Leben. So. Was soll das? Ich bin nur hier, um mich fotografieren zu lassen. Ich bin nämlich schon seither ein riesengroßer Filmbildliefer. Es soll ja einige Berührungen um mich geben, aber ich warne dich. Mal dir keine Unsittlichkeiten aus. Nö, bin ich nicht. Ja. Und Link. Oh, weia, soll ich das wirklich tun? Oh.
Ja? Aha. Sieh mal an, ich kann es also doch... Es ist also doch irgendwie möglich. Um die Ecke und die Treppe hinauf steht doch dieses rote Zippelhaus, nicht wahr? Da wohnt wirklich ein sehr eleganter Herr, musst du wissen. Ja, der geheimnisvolle und stattliche Fotomeister Immanuel Kafka. Ach, nee, Kafka. Ach, wenn ich nur sehe, entleid mich jetzt mal ein Scheißer. Aber es gibt doch Gerüchte, dass er eine heimliche Freundin haben soll. Und das, wo er einen so einen rechtschaffenden Eindruck macht. Und? Seit wann ist ein Freund haben nur unsittlich? Wer mag wohl die Überglückliche sein, wenn doch nur jemand einen geheimlichen Schädchen produzieren könnte? Eigentlich wild, das sagt mir aber nichts Neues. Ich muss aber sagen, dass es ziemlich gut ist. Muss ich es denen zeigen? Komisch. Eigentlich soll das so sein, wenn man die nämlich fotografiert und die Fotos diesen Tratschweibern gibt, dann kriegt man eine Seekarte. Naja, vielleicht ist es auch besser so, weil... Eine Seekarte? Ich meine eine Schatzkarte, weil das ist doch nicht die feine Art. Oder? Und jetzt funktioniert das wieder. Ach ja, jetzt kann ich ja mal wieder mal die eine Schatzkarte öffnen, die wir geschenkt gekriegt haben. Diese Form sagt mir erstmal gar nichts. Wie hol den vielleicht jetzt? Das Gute ist, man kann es ja gut abgleichen. Ja! Wahnsinnskarte, Alter. Diese Karte muss erst ein Schlüssel werden. Wie, ich muss doch bezahlen, obwohl ich eigentlich die Karte, obwohl ich das Triforce-Teil habe. Das fehlt mir noch. Ach. Ich werde aber jetzt mal nach Tantopia gehen und da wieder die Fotos abgeben und so. Ich muss immer an dieses Newtopia denken. Diese komische Zeugepionier-Gescheiße, was auf Sat.1 und RTL lief. Auf jeden Fall, was überhaupt nichts mit Pionier zu tun hatte und auch dementsprechend auch ein Riesenflop war. Also, ich weiß mich nicht, was mich eigentlich mehr wundern soll. Dass sie tatsächlich geglaubt haben, dass diese Scheiße wirklich ein Erfolg haben werden könnte, oder dass sie es so lange durchgezogen haben, obwohl es wirklich schon mehr und mehr Anzeichen gab, die sagen, das Zeug ist so ein Flop, das geht ins Bodenlose. Das weiß ich nicht. Naja, ich muss aber auch ehrlich sagen, ohne Scheiß, als ich das erste Mal diese Werbung gesehen habe, ich gedacht, ach, daraus wird nichts Gescheiteres, obwohl... Da muss man kein Primus sein, um das zu erkennen, oder? Sei gut mir gegrüßt, ich habe ein Aufhaltbild und oh, ich bin so geil, wenn du mir eine neue Vorlage geben könntest. Ja, gib sie mir. Ach ja, die andere Figur habe ich ja schon. Ne? Wo ist... Hä? Ich hab doch den Typen nur fotografiert. Oh, schade. Ich hätte echt gerne gewusst, ob es Edward ist. Oh ja, und ja, er wird wieder notgeil, Leute.
Also, wir sehen uns in den nächsten Part. See you, Madane.